Es liegt jetzt das 71. Tonband auf. Es ist jetzt 12.29 Uhr und noch immer der 15. November 1960. Das Dokument, meine Nummer 961, haben Sie schon unterschrieben. Ja. Ich zeige Ihnen jetzt 5 Seiten Fotokopien eines Briefes Ihrer Abteilung 4B4 vom 25. Februar 1943 an das Auswärtige Amt zu Händen Herrn Gesandten Dr. Bergmann, Berlin, betrifft Endlösung der europäischen Judenfrage unter besonderer Berücksichtigung der Haltung Italiens zu dem Gesamtproblem, Bezug laufende Besprechung mit SS-Obersturmbannführer Eichmann. Unterschrieben ist der Brief von wem? Müller. Müllers Unterschrift. Müller, ja, Müller. Wollen Sie sich das Dokument durchlesen? Jawohl. Ich stelle den Apparat ab, bis Sie es durchgelesen haben. Jawohl. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Jawohl. Es ist die Antwort auf die vom Auswärtigen Amt gewünschte Konkretisierung der Wünsche der Reichsführung SS, wie sich das Auswärtige Amt ausdrückte, im Hinblick auf die vom Reichsaußenminister geplante Italienreise. Und wie ich schon richtig vermutet habe, wird hier diese Sache auf dem Dienstweg behandelt worden sein. Und deswegen hat sich das verzögert, sodass das Auswärtige Amt, dass der Sachbearbeiter des Auswärtigen Amtes, der sich offenbar in Terminnot befand, dauernd urgieren musste. Deswegen hier auch in Bezug laufende Besprechungen mit SS-Obersturmbannführer Eichmann. Ich habe also von mir aus nunmehr mit meinem Chef Müller, das ist ersichtlich aus der Tatsache, dass er es ja auch unterschrieben hat, mit SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, habe ich jetzt nun diese Sachen zusammengestellt, so wie sie mein Amtschef haben wollte. Als erstes ist der vom Reichswehr-SS-Chef der deutschen Polizei und Tagebuch Nummer Römisch 1, 144-43, ADSG, an den Reichsaußenminister des Auswärtigen von Ribbentrop und 29.01.43 gerichtete Brief oder Schreiben noch einmal gewissermaßen wiederholt worden. Dann sind Fälle angeführt, die der Befehlshaber der Sicherheitspolizei in SST in Paris gemeldet hat. Sodann sind die Wünsche des Reichssicherheitshauptamtes im Hinblick auf den Befehl des Reichssicherheitshauptamtes der Sächsischen Deutschen Polizei bekannt gegeben worden, nämlich aus dem von Italien besetzten Gebiet Kroatien, die dort noch ansässigen rund 10.000 Juden zu evakuieren, weil sie bisher an der gegensätzlichen Haltung der dortigen italienischen Militärstellen scheiterten. Es sind sodann noch Einzelfälle angegeben, denen offensichtlich symptomatische Bedeutung zukommen und die Zusammenfassung. Es ist ein typischer, eine typische Chefunterrichtung, ein Bericht, der von mir abdiktiert wurde, der dann von Gruppenführer Müller sicherlich nach seiner nach den Gepflogenheiten so und so oft korrigiert wurde und wiederum gefasst wurde, bis das der Brief dann endlich fertig war. So daraus erklärt sich eben auch die Verzögerung und das dauernde Anmahnen der
Stellen des Auswärtigen Amtes. Hätten Sie einen Brief an den Gesandten Bergmann unterschreiben können? Nein, das hätte ich nicht tun können. Das glaube ich nicht. Gesandten, an einen Gesandten? Ja, wer? In dieser Angelegenheit nicht, das ist auch wichtig, wem ich schreibe. Wenn ich zum Beispiel, Gesandter Bergmann war Amtschef gewesen, wenn er Amtschef war, kann ich ihm nicht schreiben. Dann kann ich ihm nicht schreiben, auch in einer kleinen Sache. Aber das Wichtige hier ist ja weniger in dem Fall der Gesandte Bergmann, ob er Amtschef ist oder nicht, sondern das Wichtige hier ist die Ministerunterrichtung. Und eine Ministerunterrichtung, die hat natürlich niemals ein Dezernent unterschreiben können. Und an solchen Ministerunterrichtungen, da ist auch immer herumgefeilt worden, und hier hat es so viele Entwürfe bedurft, bis dass es dann soweit war, dass Müller oder Chef der Sicherheitspolizei eine solche Sache unterschrieben hat. Wollen Sie das Dokument unterschreiben als Beweis dafür, dass Ihnen vorgelegt worden ist und Sie die Unterschrift Müllers identifiziert haben? Auf der letzten Seite. Ich zeige Ihnen jetzt hier 6 Seiten Fotokopien, meine Nummern 963a bis 963f, ein Telegramm von Gesandten Bergmann von Sonnleitner, datiert Februar 1943. Ein Fernschreiben. Wollen Sie das Dokument ansehen? Das betrifft auch die Italien-Sache. Jawohl. Ich stelle einen Moment ab, bis Sie es durchgesehen haben. Jawohl. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Es ist ein Telegramm des Gesandten Bergmann im Anschluss an ein Fernschreiben. An Vortragenden Legationsrat von Sonnleitner. Der Vortragende Legationsrat von Sonnleitner wird sicherlich dem Reichsaußenminister entweder Vortrag gehalten haben oder hat die Reise mitgemacht. In diesem Fernschreiben, in diesem Telegramm, wie das Auswärtige Amt es nennt, ja, Telegramm, ist einmal der Inhalt der Wünsche der Reichsführung SS, wie sich das Auswärtige Amt ausdrückte, also der Brief des Amtschefs 4 an das Auswärtige Amt enthalten, und das Auswärtige Amt hat darüber hinaus noch ihre anderen Informationsquellen wie Sonderfernschreiben der deutschen Botschaft in Paris, und ein Bericht des Befehlshabers der Sicherheitspolizei in SD in Frankreich an den Oberbefehlshaber West, der Abteilung Deutschland vom Oberkommando der Wehrmacht zugeleitet wurde, im Wortlaut wiedergegeben. Sonst im Prinzip ist das ziemlich dasselbe. Das heißt auch eine Wiedergabe des vorigen Briefes, des Dokumentes, das wir gesehen haben. Der ist jedenfalls mit drin enthalten, jawohl. Wollen Sie das Dokument unterschreiben als Beweis dafür, dass es Ihnen hier vorgelegt worden ist? Ich stelle ab,
dass Sie es also unterschrieben haben. Ja. Ich zeige Ihnen jetzt eine Fotokopie, einen Brief Ihrer Abteilung 4B4 vom 31. Mai 1943 an das Auswärtige Amt zu Händen von Legationsrat von Tadden, betrifft Entlösung der europäischen Judenfrage unter besonderer Berücksichtigung der Haltung Italiens zu dem Gesamtproblem, Bezug dortige Schreiben vom 10.05.1943, Inland Römisch 2, 1, 2, 3, 4, kleines G. Ich nehme Bezug auf das angeführte dortige Schreiben und darf um neuerliche Überprüfung bezüglich einer gemeinsamen Besprechung mit Loos Spinoza bitten, im Auftrage gezeichnet Eichmann. Beglaubigt, Kanzleiangestellte und Stempel. Wollen Sie das Dokument ansehen? Jawohl. Ja, ich habe das Schreiben abdiktiert an das Auswärtige Amt zu Händen von Legationsrat von Tadden V.J.A. gezeichnet. Es ist dann beglaubigt worden durch Unterschrift und Siegel. Und muss sagen, dass mir etwas über Loos Spinoza nicht bekannt ist. Ich weiß nicht, kann mir nichts darunter vorstellen. Gestern geht davor, dass Sie sich mit ihm treffen wollten. Ich nehme Bezug auf das angeführte dortige Schreiben. Also ich bin vom Auswärtigen Amt informiert worden. Dortige Schreiben. Und darf um neuerliche Überprüfung bezüglich einer gemeinsamen Besprechung mit Loos Spinoza bieten. Also eine Besprechung Auswärtiges Amt, Reichsheitshauptamt und Loos Spinoza. Das entnehme ich daraus. Wissen Sie, ob eine solche Besprechung zustande kam? Na, ich kann mir überhaupt Loos Spinoza und Komplex und was damit zu tun, ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Also der Komplex ist klar, der geht aus dem Bezug hervor. Haltung Italiens zum Gesamtproblem. Ich weiß nicht, ist Loos Spinoza ein Jude gewesen oder kein Jude gewesen? Nicht mal das weiß ich. Wenn ich mich nicht irre, war er italienischer Polizei, höherer Polizeioffizier oder so etwas. Italienischer Polizeioffizier. Bitte, ich weiß es nicht. Ich kann mal jetzt, nachdem ich diese Sachen gelesen habe, hier, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht mit dem zusammenhängt, mit dem ganzen Fragenkomplex, aber mir ist nichts gegenwärtig. Ich kann mich nicht entsinnen darauf. Wollen Sie das Dokument unterschreiben als Beweis dafür, dass mir vorgelegt worden ist? Ich zeige Ihnen jetzt zwei Seiten Fotokopien, meine Nummer 954a und 954b. Es ist ein Schreiben, unterschrieben von Tadden, das ist das Signum von Tadden, ja? Jawohl. Vom 23. Oktober 1943 an das Reichssicherheitsamt zu Händen von SS-Obersturmbannführer Eichmann oder Vertreter im Amt, ein Durchstück als Konzept, wo er in Italien vor Geschehnisse berichtet. Wollen Sie das Dokument durchlesen? Ich stelle einen Moment den Apparat ab. Haben Sie das Dokument durchgelesen? Jawohl. Wollen Sie sich dazu äußern? Nachdem also der Befehl des Reichsführers, des SS-Chefs der deutschen Polizei bezüglich der Evakuierung vorliegt, der auch in dem Schreiben Müllers an Bergmann
wörtlich zitiert worden ist. Nachdem auf Wunsch des Auswärtigen Amtes die Wünsche des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei konkretisiert worden sind, und zwar mit dem Briefkopfchef der Sicherheitspolizei und des SD, unterschrieben von Müller. Nachdem darüber hinaus das Auswärtige Amt hier diese Vorlage erweitert hat durch Quellen, die dem Auswärtigen Amt noch zugänglich waren, ist der Reichsaußenminister nunmehr unterrichtet worden und ist sicherlich im Anschluss daran zu Staatsbesprechungen nach Rom abgegangen und hat die ganze Angelegenheit unten besprochen und hat, wie ich vermute jetzt, weil das jetzt vom Oktober 43 ist, unten Erfolg gehabt und es ist hier eine Vorstellung des Rektors der deutsch-katholischen Kirche in Rom, Bischof Hudal, an den Stadtkommandanten General, an den deutschen Stadtkommandanten General Stahls, die Verhaftungen in Rom einzustellen. Das scheint mir so die Linie zu sein. Ob meine Rekonstruktion bezüglich dieses Schreibens recht hat, weiß ich nicht. Ich versuche es mir heute so zusammenzureihen. Sie nahmen Bezug jetzt eben hier auf das Schreiben von Müllers, ja, ja. Das den Kopf der Chef der Sicherheitspolizei und des SD trägt. Ja, ja. Das tragen doch alle Briefe. Ja, ja, nein, weil ich ja hier nun das deswegen gesagt habe, das habe ich deswegen gesagt, weil das Auswärtige Amt schreibt, die Konkretisierung der Wünsche der Reichsführung SS, die Konkretisierung der Wünsche wurden unter Kopf Chef der Sicherheitspolizei und des SD bekannt gegeben. Abteilung 4B4. Ja, weil ich den Befehl bekommen habe, diese Sache zu machen. Aber ich habe es nicht unterschrieben. Und bin somit nicht verantwortlich für den Inhalt. Das ist ganz klar. Das hat dann mein Chef. Sind nicht laut der Bestimmungen die Sachbearbeiter oder Referenten, die die Briefe aufsetzen, verantwortlich für den Inhalt? Herr Hauptmann, das ist je nachdem, wenn es sich im Rahmen der bestehenden Unterlagen, wie ich sie immer genannt habe und wie sie jeder genannt hat, handelt, dann ist selbstverständlich derjenige, der es unterschreibt, verantwortlich. Wenn aber jetzt ein Sachbearbeiter eine Entscheidung trifft, die nicht irgendwie fixiert ist, sei es in Form einer Verordnung, eines Polizeierlasses, einer sonstigen Unterlage, eines Reichsführerbefehls oder irgendetwas, dann trägt natürlich der Unterzeichnete insofern die Verantwortung, weil er leichtsinnig und dummerweise etwas unterschrieben hat. Er hat das unterschrieben und hat sich der Lauheit schuldig gemacht, weil er es nicht genau durchgelesen und verglichen hat. Nun muss man einen solchen Dezernenten suchen, der im Laufe der Jahre hier jedes Mal, bevor er unterschreibt, sich genau die Sachen auch vorlegen lässt oder nachliest. In der Regel wird die Unterschriftenmappe vorgelegt, es wird wohl angesehen und unterschrieben. Selbstverständlich nicht in allen Fällen. Aber es kann natürlich dann vorkommen, dass man eine Sache unterschrieben hat und der Sachbearbeiter, das wäre natürlich dann eine sehr unangenehme Duplizität der Ereignisse, nämlich dass der Sachbearbeiter nicht aufgepasst hat und der unterschreibende Dezernent nicht aufgepasst hat. Aber sonst trägt der Sachbearbeiter nicht die Schuld, oder Schuld, was heißt Schuld? Die Verantwortung, wenn es ein Dienstgrad höherer, ein Vorgesetzter, unterschrieben hat. Gab es
es darüber genaue Vorschriften über die... Wer zu unterschreiben hat? Jawohl, jawohl. Das habe ich unterschrieben. Jawohl. Im Übrigen in dem Schreiben von Gesandten Bergmann an von Sonnleitner war eine Randbemerkung hier, dass da sind Kopien rausgeschickt worden, ja? Jawohl. Auch ein Doppel an RSA Eichmann, soll das heißen? Ja, ja, klar, weil die ganze telefonische, sagen wir, die ganzen telefonischen Urgenzen mit mir geführt worden sind. Und es überhaupt üblich ist, dass das Auswärtige Amt sämtliche Angelegenheiten, soweit es um Judenangelegenheiten dreht, an das Reichsheeresthauptamt zu Händen von Oberst und Herr Eichmann oder OVIA schreibt, durch die Bank. Ich zeige Ihnen jetzt hier eine Fotokopie eines Schreibens vom 29. September 1944 betreffs der Verleihung des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse an Sie. Strickmeile Nummer 24. Wollen Sie das Dokument ansehen? Jawohl. Ich stelle im Moment den Apparat an. Jawohl. Haben Sie das Dokument durchgesehen? Jawohl. Dieses Eiserne Kreuz zweiter Klasse habe ich verliehen bekommen, weil ich mit meinen Leuten abgeschwenkt bin und habe die Besatzung eines deutschen vorgeschobenen Wehrmachtlazarettes aus der peinlichen Situation, in der sie waren vom Russen längere Zeit überrollt worden, ein Teil von ihnen wurde durch die Rote Armee hinter die Sowjetlinien gebracht, ein Teil sollte gerade drankommen. Da gelang der Vorstoß der drei Honved-Divisionen und ich bin dann runter, habe ausgeschert und habe, bevor ich mich dem Befehl 10.000 Volksdeutsche zu evakuieren, habe ich dieses Lazarett ebenfalls evakuiert und dafür habe ich vom Reichsheeres und Chef der deutschen Polizei das Eiserne Kreuz zweiter Klasse verliehen bekommen. Und von meinem Amtschef, Gruppenführer Müller, einen dienstlichen Verweis bekommen, weil ich den Befehl nicht hundertprozentig genau durchgeführt habe, denn nach seiner Auffassung hätte ich mich nicht um diese Angelegenheit in Neuarad, Lazarettangelegenheit, kümmern dürfen, sondern hätte stur, wie befohlen, hier nebenan in den Raum von Groß-Nikolsburg marschieren müssen, was lediglich eine Verzögerung war von einigen Stunden, denn in dem Lazarett, das ich evakuierte, waren, glaube ich, nicht mehr wie rund 200 Soldaten samt Ärztepersonal und Schwestern. Und es geht auch hier glatt hervor, dass ich dem Ranghöchsten in Ungarn, dem höheren SS-Polizeiführer Ungarn, unterstellt gewesen bin, denn sonst hätte dieses Schreiben an das Reichsheereshauptamt, Amt 4, oder an das Reichsheereshauptamt CDS gehen müssen. Es ist mit ein Beweis dafür, dass ich sagte, ich bin unten nicht nur formell unterstellt gewesen, sondern ich war regulär und richtig unterstellt. Der Verweis, den Sie von Müller bekamen, wie Sie sagten, wurde schriftlich zu Ihren Personalakten gegeben? Nein, glaube ich nicht. Der wurde von Müller formell gegeben und im Anschluss daran gratulierte er mir zum Eisenkreuz zweiter Klasse. Hier wird offiziell erwähnt, dass Ihre Dienststelle Sonderkommando Eichmann ist. Jawohl. Wollen Sie das Dokument unterschreiben, jawohl, als Beweis dafür, dass Ihnen vorgelegt wurde? Ja.
zeige Ihnen jetzt drei Fotokopien, meine Nummern 26a, 26b und 26c. Das erste ist eine Mitteilung des SF-Führungshauptamtes Römisch 1, 1a vom 13. November 1944 an Sonderstab RF SS Budapest bezüglich Ihrer und Hermann Kummes Beförderung zu SS-Untersturmführern der Reserve der Waffen-SS. Die zwei restlichen Dokumente, gleichfalls datiert Berlin den 13. November 1944, sind die offiziellen Mitteilungen an Sie über Ihre Beförderung in der Waffen-SS mit Wirkung vom 9. November 1944. Wollen Sie sich die Dokumente durchlesen? Ich stelle den Apparat ab, der Sie durchgelesen haben. Haben Sie die Dokumente durchgesehen? Jawohl. Wollen Sie dazu äußern? Ich sagte ja, dass ich ursprünglich die militärische Ausbildung durchgemacht habe und bei SS1 gelegen habe, ein Bataillon von SS1 gelegen habe in Dachau, das mit dem Konzeptionslager nichts zu tun hatte, wie ich schon sagte. Und hier bin ich eben, wie ich sehe, die ganzen Jahre hindurch als SS-Standarten-Oberjunker der Reserve der Waffen-SS geführt worden und wurde dann zum SS-Untersturmführer der Reserve der Waffen-SS gegeben. Es ist natürlich eine reine Formsache, praktisch hat sie überhaupt keinen Sinn und Wert gehabt, denn ich habe ja dann in der Waffen-SS keinen Dienst mehr gemacht seit meiner Versetzung in das Reichssicherheitshauptamt. Denn ich war ja Obersturmanführer der, das heißt, ja, Obersturmanführer der Polizei gewesen. Der SD oder der Polizei? Also der SD meine ich damit, nicht wahr gewesen. Und die Bezeichnung hier, wo ist das? SS-Stab habe ich irgendwo gelesen. Sonderstab des Reichsführers SS Budapest ist natürlich ein gewähltes Wort, es müsste eigentlich heißen Sondereinsatzkommando Budapest, nicht wahr? Nicht Sonderstab des Reichsführers SS Budapest, sowas hat es nicht gegeben. In drei Dokumenten steht dasselbe drin. Ja, aber sowas hat es nicht gegeben, nicht wahr? Das hat es in ganz Ungarn nicht gegeben, ein Sonderstab. Wie sich der Becher nannte, weiß ich nicht, das habe ich keine Ahnung. Aber ein Sonderstab des Reichsführers SS hat es nicht gegeben. Wollen Sie die Dokumente unterschreiben als Beweis dafür, dass sie vorgelegt worden ist? Sie sagten, dass ein Beweis dafür, dass Sie dem Hören des ersten Polizeiführer in Ungarn unterstand, gehe daraus hervor, dass die Mitteilung über die Verleihung des EK2 jawohl an ihn gemacht wurde. Ich habe Ihnen schon mal diese Dokumente gezeigt, über die Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes erster Klasse mit Schwertern. Sie hatten es damals unterschrieben schon, die zwei Dokumente. Warum ging das dann an Reichssicherheitshauptmann Berlin? Ja, all diese Sachen sind eben, wie sie der Betreffende eben gerade für, gerade als richtig anzunehmen glaubt. Sie sehen, gerade in Personalangelegenheiten haben wir diese vielen Fehler. Hier wird ein Sonderstab genannt, den es gar nicht gegeben hat. Möglich, dass Becher sich so nannte, das weiß ich aber nicht. Da ist mir etwas in Erinnerung, dass Becher sich so nannte. Etwas anderes hat es nicht gegeben. Hier wird an dem höheren SS-Polizeiführer geschrieben und hier wird an das Reichssicherheitshauptamt geschrieben. Jetzt, selbst wenn ich sage, ich wäre nicht dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei ins SD und damit dem höheren SS-Polizeiführer in Ungarn unterstellt gewesen, dann würde ich sagen, lege ich wie ein Kartenspiel alle drei verschiedenen Fassungen vor und dann möge man aussuchen, zu wem ich denn gehört habe. Denn also auch das wäre möglich. De facto aber ist, und das ist ganz klar, und das geht aus all dem hervor,
bin ich unterstellt gewesen dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei SSD in Ungarn und der wiederum dem höheren SS-Polizeiführer. Auch das Dienstsiegel, das habe ich auch festgestellt hier, das Dienstsiegel ist genau dasselbe, wie es die Kommandeure des Befehlshabers der Sicherheitspolizei SSD hatten, also auch Dienststellen des Befehlshabers der Sicherheitspolizei SSD in Ungarn. Ich zeige Ihnen hier jetzt zwei Seiten Fotokopien aus Ihren Personalakten, meine Nummern 137a und 137b. Auf der rechten Seite rechts werden Sie sehen unter der Rubrik Dienststellung Reserveführer der Waffen-SS, ja, jawohl. Steht auch. Ja, ja, das ist dieselbe, das ist dieselbe Sache, nicht wahr? Ne? So muss es das gegeben haben, wenn es in den Personalakten auch drin stand? Also ich will so sagen, wenn es, wenn ich zum Sonderstab, zu einem Sonderstab des Reichsführers SS gehört hätte und nicht zum Chef der Sicherheitspolizei SSD, so wäre mir das außerordentlich angenehm heute. Wäre mir außerordentlich angenehm, denn ich vermute, dass Becher sich Sonderstab Reichsführer SS nannte. Das vermute ich nämlich. Das ist Bechers Dienststelle. Und das ist irgendwie falsch geleitet, denn ich war aber nie ein Sonderstab des Reichsführers SS angehört. Niemals. Niemals. Und diese Angelegenheit hier ist von dem Mann, der dieses Formblatt ausgefüllt hat, eben so übernommen worden, wie ich es eben gesehen habe, wie die Schreiben, die an mich adressiert worden sind, auch aufweisen. Denn sowohl ich habe die Sache bekommen, sicherlich das Original, und das Doppel wurde eben an die Personalabteilung geschickt und die Personalabteilung hat das eben stur hier eingetragen, wie das Original, das Doppel von dem mir zugeschickten Original eben besagte. Die Ordensverleihung steht aber auf der zweiten Seite drauf, hat gar nichts mit diesem Bemerk zu tun, glaube ich, oder doch? Die Ordensverleihung nicht, sondern das ist jetzt hier, wo Sonderstab draufsteht, als die Beförderung vom SS-Standarten Oberjunker zum SS-Untersturmführer der Waffen-SS. Das steht ganz oben. Ja, ja, das ist klar. Und das ist jetzt hier noch unten drunter gegeben. Sonderstab RWSS. Das hat damit zu tun. Das hängt damit zusammen. Ich habe jedenfalls in einem Sonderstab des Reichsführers SS nie Dienst gemacht. Ich weiß es nicht, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Übrigens, auch da könnte man ja Krummer befragen, denn an Krummer ist genau dieselbe Angelegenheit gegangen. Er ist auch zum Sonderstab, als Sonderstab angeschrieben. Und Krummer hat nie einem Sonderstab angehört, wie ich heute hier schon sagen kann. Hat nie einem Sonderstab angehört, Sonderstab Reichsführers SS. Hat den Dienststellen angehört, die bekannt sind. Sonst ist weiter hier nichts zu sehen. Ne? Habe ich nichts zu sehen. Wollen Sie das Dokument auf der Rückseite unterschreiben, was gemacht habe, das Ihnen vorgelegt worden ist? Wie wurden eigentlich Personalveränderungen innerhalb des Sicherheitshauptamtes mitgeteilt? Gab es da ein Blatt? Personalveränderung. Wenn jemand versetzt, also, wenn jemand versetzt worden ist, sagen wir einmal so, es muss ja eine auslösende Stelle gegeben haben, die eine Versetzung beantragt hat. Diese auslösende Stelle hat an ihren Vorgesetzten, an ihren Vorgesetzten, einen Bericht gemacht, aus welchem Grunde der sowieso dort Diensttuende nach dort und dorthin zu versetzen sei und es wird gebeten, die Versetzung zu genehmigen oder Kommandierung zu genehmigen. Nach Genehmigungsbescheid seitens des Vorgesetzten
der diese Sache gerne uminstalliert haben wollte, oder ein höherer Vorgesetzter wie Müller und Heydrich oder Kaltenbrunner, die konnten natürlich in eigener Zuständigkeit, in eigenem Ermessen hin und her versetzen, wie sie wollen. Nein, darauf dann hat der Betreffende, dann hat der Betreffende eine schriftliche Mitteilung bekommen von seinem Vorgesetzten. Entweder vom Inspekteur der Sicherheitspolizei oder vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei oder vom Staatspolizeileitstellenleiter oder Staatspolizeistellenleiter. Und oder er hat eine mündliche Versetzungsordnung bekommen und die schriftliche wurde dann hinterher nachgereicht. Ich meinte was anderes. Wurden derartige Personalveränderungen in einem Blatt veröffentlicht? In einem Blatt? Nein, das Blatt wurde es nicht veröffentlicht. Ein Befehlsmitteilungsblatt oder irgend so etwas? Das ist mir unbekannt. Das ist mir unbekannt, denn in der Polizei und in der Waffen-SS, in der Sicherheitspolizei, Waffen-SS und auch im Reichskriminalpolizeiamt, na, das ist ja Sicherheitspolizei. In der Ordnungspolizei wurden bis zu einem gewissen Dienstgrad, glaube ich, keine Veröffentlichung gemacht. Nur bei sogenannten Kanonen, also hohen Vorgesetzten, da denke ich schon, aber bei Nachgeordneten glaube ich nicht. Wie das bei Beamten gewesen ist, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Es ist jetzt 13 Uhr und 18 Minuten und wir brechen für heute ab.